herzlich willkommen zurück und oder neu auf meinem Kanal. Mein Name ist Cori. Ich habe mein Fitnessarmband noch an, also meinen Schlüssel, damit ich ins Fitnessstudio reinkomme. Ziehen wir mal aus. Genau. So. Heute geht es um Grillen, Fondues, Raclette und alles, was man so an kleinen Kochbüchern in den Geschäften mitnehmen kann. Die haben wir auch noch dabei. Wir fangen mal mit Grillen an. Das Buch habe ich von meinem Papa. Da sind jetzt ein paar Rezepte drin. Da werden einige von euch wahrscheinlich aufschreien, denn wir sind nicht so die typischen Griller. Wir grillen aber auch nicht vegan oder vegetarisch, sondern mein Papa war immer gern beim Pferdemetzger und hat dort die Wurst, also die Bratwurst und die Schnitzelchen geholt. Die Steaks. Also wir haben, ich kenne das von klein auf nicht anders, da es wurde Pferdefleisch gegrillt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag es heute noch, auch wenn wir keinen Pferdemetzger mehr in der Nähe haben. Aber man findet sie noch, so ist es nicht. Also für die, die das nicht mögen, ist das für mich völlig in Ordnung. Ich stehe auf dem Standpunkt Leben und Leben lassen. Jeder macht das so, wie er das möchte. Ich bin damit aufgewachsen, für mich ist es normal, weil Pferd ist für mich wie Huhn, wie Hase, wie Schwein, wie Kuh, wie Krokodil, wie Strauß. Es ist ein Nutztier für uns Menschen. Wir gehören nun mal mit in diese Jagdkette und der Mensch ist nun mal ein Allesfresser. Also ich liebe mein Stück Fleisch. Ich liebe aber auch vegane Gerichte. So ist es nicht. Also, eins meiner Lieblingsgrillbücher von meinem Papa. Dann haben wir vom Edeka mal so ein Grill-Event-Büchlein mitgenommen. Da gibt es dann zum Beispiel gefüllte Zucchini-Schiffchen mit veganen Hackbällchen. Man hat natürlich aber auch den Premium-Burger. Ganz normal. Also, da ist beides drin, mit Fleisch und vegan. Ist ganz beliebt. Also, wir mögen das Heftchen. Dann habe ich bei ja, gut kochen. das gab es auch mal irgendwo, ich glaube beim Rewe sogar, ich bin mir nicht mehr sicher. Ein kleines Grillbuch zu mitnehmen, ist das ganz praktisch. Gegrillte Paprika oder hier Grillkäse, was ganz Feines. Also auch hier wieder vegan und mit Fleisch dabei. Dann habe ich hier von Dr. Oetker Fondue. Was ist dabei? Kräuterfondue, Käsefondue, Fischfondue, Gemüsefondue und ganz zum Schluss ist auch noch mal eine Abteilung Raclette. Also auch hier muss nicht immer Fleisch sein. Wir essen zwar gerne das traditionelle klassische Fondue mit Fleisch. Ich liebe aber auch zum Beispiel Schokofondue. Mache ich mit meinen Kids unheimlich gerne im Winter. Oder was ich im Winter auch liebe, ist Käsefondue. Eine richtig schöne Käsesoße und da dann Brotbröckchen oder Obst rein. Apfelstückchen in Käsefondue. Super lecker. Ich liebe es. Genau. Dann, das ist von Kaufland. Lecker durchs Jahr. Da sind dann zum Beispiel so Sachen wie Quinoa-Bowl drinne.
einfach um so ein bisschen einen Ratgeber zu haben für das Obst und Gemüse der Saison und so günstig wie möglich Obst und Gemüse einkaufen zu können. Fand ich den ganz praktisch. Dann den habe ich im Woolworths, glaube ich, geholt. Sommerkuchen. Ist auch ein sehr schönes Büchlein. Hier ist zum Beispiel ein geeister Schokopie. Sind jetzt auch nicht so die normalen. Ein beschwipster Creme Pie. Dann einen aromatischen Pfirsichkäsekuchen. Also das Buch ist wirklich klasse und hat wirklich richtig tolle Sommerkuchen. Ich müsste mal gucken, da wir ja momentan so nicht groß naschen, sondern lieber am Wochenende Kuchen essen, ob ich da nicht wieder mal einiges draus mache. Und wenn ich das machen sollte, werde ich euch das mitfilmen, denke ich. Genau, machen wir es so. Ich berät das mal mit meinem Männer. Wenn wir das machen, werde ich es auf jeden Fall für euch mitfilmen, die Rezepte. Genau. So. Jetzt kommen zwei, drei, meine Familie und ich. Ich denke, die kennen viele von euch aus dem Rewe an der Kasse. Hier geht es jetzt rein um die Schokolade, alles, was man mit Schokolade machen kann. Kuchen und Torten, Geschenke aus der Küche, feine Plätzchen, Rezepte, Desserts zum Verlieben und, und. Ganz, ganz viele tolle Rezepte und auch ein bisschen zur Geschichte der Schokolade. Ich mag diese Heftchen vom Rewe an der Kasse, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie sind mit 3,50 €, also war es damals jedenfalls, ist jetzt schon eine Weile her, nicht billig, aber man hat hier zum Beispiel so Sachen wie mexikanische Schokosoße. Oder Schoko-Johannisbeerecken. Die sind richtig toll zu Weihnachten. Muss ich mal gucken, vielleicht mache ich die dieses Jahr sogar. Und wenn? Ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen. Genau. Hier haben wir auch wieder meine Familie und ich. Einmachen und einlegen. Omas Schätze. Marmeladen, Gelees, Chutneys, Säfte, Sirup und Liköre. Also auch für die, die Alkohol mehr trinken wie wir, sind sogar ein paar Liköre mit drin. Ja, wir trinken Alkohol, so ist es nicht, aber wir hatten uns an Weihnachten eine Flasche Whisky geholt. Da ist immer noch was drin. Also die ist immer noch halb voll sogar. Also von daher seht ihr, bei uns wird ab und zu mal ein Glas Whisky genossen und das war es dann, genau. Auch das ist wieder ein. Gut, das ist jetzt nicht jedermanns Sache. Soleier. Also meine Sache ist es jetzt zum Beispiel nicht. Ich mag diese in Essig eingelegten Eier so überhaupt nicht. Dann habt ihr hier sogar eine kleine Warenkunde, was man so alles braucht. Eierlikör, Holunderlikör. Hier ist auch nochmal so eine kleine, wie man es bevorratet und so weiter. Also es ist auch viel zum Lernen. Hier ist Basilikum, Pesto und Paprika-Tomatensugo. Also, wie gesagt, ich liebe diese kleinen Büchlein von meiner Familie und ich. Ich stehe oft da und denke mir, nimmst du es jetzt wieder mit oder nicht? Meistens lasse ich es dann, weil ich meine, ihr seht es. Wir sind bei Teil, Moment, lasst mich nicht lügen. Teil 9 sind wir jetzt schon. Ja, also, und ein weiterer Kochbuchteil kommt noch. So. Ein Soßenkochbuch hattet ihr schon gesehen.
Und hier ist jetzt die kleine Variante. Wenn ich mal keine Lust habe, das große aus dem Regal zu holen, habe ich hier auch noch mal einen kleinen. 60 Rezepte vom Klassiker Hollandaise bis Remoulade, Dips und Dressings, Pesto und was noch zu Pasta passt und süße Soßen für Desserts. Also auch ein hilfreiches Büchlein. Dann haben wir hier ein Buch. Ja, da komme ich leider recht selten zu, das zu machen. Fischküche. Das Problem ist, dass mein Mann mal eine Fischvergiftung hatte und seitdem immer noch so ein bisschen Probleme hat. Er fängt gerade an, sich langsam wieder an Fischstäbchen ranzutasten oder überhaupt so panierten Fisch oder dieses Fischfilet Bordelaise. Solche Sachen, da tastet er sich gerade langsam wieder ran, aber ich meine, wir kennen das alle, wenn wir eine Lebensmittelvergiftung haben, das Lebensmittel, das rühren wir ganz, ganz lange nicht mehr an. Und so gehen sie ihm halt mit dem Fisch. Finde ich ein bisschen schade. Ich liebe Fisch, aber was soll ich machen? Ich kann ihn nicht dazu zwingen, wenn er es nicht essen möchte. Für mich alleine ist Fisch jetzt nicht so toll. Da mein Große meistens, wenn ich koche, nicht da ist, lohnt sich das halt auch wirklich nicht. Kleine isst sie mich auch nicht, außer Fischstäbchen. Aber gut, das ist in dem Alter normal. So, dann hatte ich mal eine Tagine. Leider ist die mir kaputt gegangen. Da hatte ich dann bei unserem asiatischen Supermarkt mal nach Kochbüchern geguckt und bin sogar fündig geworden. Dieses Tagine-Kochbuch. Da gibt es noch etliche mehr. Ich habe auch noch zwei, drei mehr von dieser Kochbuchreihe. Das hier ist jetzt, da geht es wirklich rein um Tagines. Und wie ihr seht, ich habe auch ein paar markiert. Schauen wir mal, was habe ich da gekocht? Fleisch-Tagine mit Zwiebeln und Tomaten. Die war so lecker, sag ich euch. Ich mag das in der Tagine kochen. Allerdings, wenn ihr euch auch eine Tagine zulegt. Ganz wichtig, achtet drauf, was ihr für ein Herd habt, ob die da drauf überhaupt darf. Es gibt welche, die dürfen auf E-Herd, Induktionsherd, Gasherd und so weiter. Es gibt aber auch welche, die dürfen nur auf offenes Feuer. Also die können da quasi auf den Grill stellen oder da gibt es solche extra Untersetzer für, wo die, also wo er quasi ein Erdloch buddelt, dieses Tongefäß reintut, da kommt die Kohle rein, wo er das Feuer macht und da kommt dann die Tagine drauf. Diese dürft ihr nicht auf den normalen Herd stellen. Also da wichtig drauf achten, was ihr euch für eine Tagine zulegt, wenn ihr das machen solltet. Aber das Essen, dieses marokkanische Essen, super, super lecker. Ich liebe es. Es ist halt eine spezielle Küche, aber ich liebe es. So, dann habe ich, das ist jetzt was, da muss man Rosenwasser und viel, viel Zucker lieben. Marokkanisches Gebäck. Ich meine, wenn wir an die muslimischen Länder denken, das Erste, was uns in den Sinn kommt, ist Baklava und viel Rosenwasser. Ist auch so. Aber hier in diesen Makronen jetzt zum Beispiel ist gar kein Rosenwasser drin. Aber mit 300 Gramm Puderzucker auf 600 Gramm Mandeln doch eine ordentliche Menge Zucker. Dann haben wir hier Mandelringe. Da ist Orangenwasser mit drin. Also, hier ist auch wieder Orangenblütenwasser mit drin in diesen Orangensäckchen, Orangenmandelsäckchen. Die sind aber auch sehr, sehr lecker. Also, wie ihr seht, ich hatte mal eine marokkanische Phase. Dann noch ein Buch aus der Reihe, genau. Couscous und süße Grießspeisen.
Das ist auch die marokkanische Variante. Auch sehr leckere Rezepte drin. Hier Couscous mit Lammkotelett, Kürbis-Couscous, Couscous mit Kichererbsen und Ei, Saikuk ist Couscous mit Molke, Berkuk mit Honig ist also Couscous mit Honig. Also da habt ihr so die, hier habt ihr die deftigen und hier habt ihr die süßen Varianten. Also ja, wie gesagt. Man merkt schon, ich hatte auch mal eine marokkanische Phase. Ich hätte euch die jetzt auch zu den Länderkochbüchern mit reinpacken können. Aber ja, jede einzelne Folge würde sonst zu lang. Ich meine, wir hatten die erste Folge schon mit 40 Minuten, wenn ich mich nicht irre. Als ich die eine Kochbuchreihe, die ich so sehr mag. Genau. Dann habe ich in unserem asiatischen Supermarkt von dieser Asia Marke Wan Kwei, ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Ostasiatische Küche, Essen und Wohlbefinden sind eins. Die gab es beim Rewe mal einfach so zu mitnehmen. Die haben nicht mal was gekostet, fand ich ganz toll. Ist halt viel Werbung hinten drin, so was die Firma alles so herstellt. Aber es sind auch Rezepte drin, wie zum Beispiel Tungko-Pilze gefüllt, Mandelgelee mit Litschi-Früchten, Mango-Gelee. Also auch das dafür, dass es verschenkt wurde, ein richtig tolles Kochbuch. Entschuldigung, dass ich mich ein bisschen komisch bewege. Ich habe mir im Schulterblatt einen Nerv eingeklemmt, war aber trotzdem trainieren heute Morgen. So. Wie ich euch ja mal erklärt hatte, musste ich umspringen auf Hackfleisch, weil mein Partner dieses Enzym nicht hat. Der kann faseriges Fleisch, also Schnitzel, Gulasch und so weiter, kann der nicht von sich aus. Sein Körper verarbeitet das nicht. Hackfleisch, da sind die Fasern gespalten. Das funktioniert. Deshalb habe ich mir damals, als wir zusammengekommen sind, ein Kochbuch über Hackfleisch geholt. Einfach um, ja, mehr Variationen, mehr Abwechslung reinzubringen ins Kochen. Mittlerweile hat der Arzt eine Lösung für ihn gefunden. Er kriegt Tablettchen, damit sich der Körper, damit der Körper langsam anfängt, dieses Enzym selber zu bilden. Kleine Mengen. Also wenn ich mir ein Schnitzel mache, dann klaut er sich immer mal wieder ein Stückchen. Oder wenn ich Gulasch mache, dann isst er auch drei, vier Brocken mittlerweile. Das verträgt er. Vor 2 Jahren war es noch so, wenn er nur so einen halben Zentimeter auf einen halben Zentimeter Faserfleisch gegessen hat, dann hätte ich ihn im Prinzip ins Krankenhaus bringen können, weil er Magenkrämpfe hatte. Das war nicht mehr schön. Das hat sich mittlerweile, Gott sei Dank, dank dem Hausarzt, der wirklich mal geguckt hat, was kann man da machen, gebessert. Also, so langsam kann ich das Kochbuch ad acta legen, aber es sind trotzdem tolle Rezepte drin, keine Frage. So, dann kommen wir für heute zum letzten. Das ist auch noch mal so ein dünnes Mini-Kaloriengerichte, also für die Sommertage jetzt eigentlich ideal. Zum Beispiel Gemüse aus dem Wok, wie man es richtig macht. Hier nochmal Couscous mit Gemüse, also mehr so sommerliche Gerichte. Richtig toll. Damit sind wir für heute beim letzten Buch angelangt. Ihr seht, ich schweife wieder von allem Möglichen ab und labere euch zu. Wir sind trotz, dass ich nur ein paar Kochbücher hatte, schon wieder bei 20 Minuten. Deshalb verabschiede ich mich hier an der Stelle auch von euch. Wünsche euch einen tollen Tag, morgen, Abend, wie auch immer, wann ihr dieses Video guckt. Würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst und die Glocke aktiviert. Kostet euch auch garantiert nichts, außer ein paar Sekündchen Zeit. Genau, ansonsten würde ich mich sehr über ein Like freuen, damit ich sehe, ob dir das Video gefallen hat. Tschüssi, eure Cori.